Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review von Sven Deep. Nicht wundern, dass es hier noch, andersrum, dass es hier noch alles ganz dunkel ist, denn mit dem neuen Update gibt es jetzt auch ein neues Intro. Ich starte jetzt mal das Spiel. Das ist neuer Intro-Screen. Screen? Wer redet denn so? Ich gehe nochmal kurz da rein in das Spiel. Alles, was jetzt an Bugfixes rausgekommen ist, mache ich nur in die Videobeschreibung. Weil das, was einen am meisten interessiert, ist ja, was ist jetzt alles neu? Und es ist eine Menge. Okay, es kam jetzt auch ein paar Monate kein Update. Aber, ja, ich würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Und hier fängt es schon mal an. Wir können jetzt auch eine Frau spielen. Es gibt Schwierigkeitsgrade. Wir haben den normalen Schwierigkeitsgrad. Ganz normal das Spiel. Ganz normale, also so wie es vorher auch war. Es gibt den Hard Mode. Ah, steht sogar hier. Dadurch werden wir eben, gehen unsere Werte schneller runter, die Kreaturen sind stärker und die Was Resources spawns? Oh, da stand jetzt gar nicht in der Patch noch drin, dass die Sachen erst später spawnen. Es gibt den Creative Mode. Man muss an sich um nichts Sorgen machen. So, dann gibt's Wildlife. Und zwar können wir jetzt einstellen, dass die Tiere ganz normal sind. Also, sich ganz normal verhalten, angreifen, nicht angreifen. Wir können einstellen passiv, dass die Tiere uns nichts machen. Also, Schlangen und Haie machen uns da nichts, sind aber da und Bosse sind ganz normal, greifen uns auch ganz normal an. Removed, genau, steht dann, Shark will not spawn. Das einzige, was eben spawnen wird, sind Bosse, die werden trotzdem generiert. Wir starten jetzt mal mit dem weiblichen Charakter, ein neues Spiel. Warten wir kurz, bis es geladen hat. Denn im Chat hat sich auch etwas geändert. Oh, das hat sich ja sehr weiblich angehört. Ah, ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig. Aber wir haben jetzt hier saubere Sachen an. Das hatte mich ja schon mal verwundert, wenn man hier manchmal im Chat gesessen war, waren die Sachen schon dreckig. Wahnsinnig laut gerade, aber es wird gleich wieder leise. Genau. Denn es ist der weibliche Charakter. Man hört auch eine weibliche Stimme. Wir haben ein Backpack. Ich meine, hier unten, direkt neben mir, andere Richtung, die ihr seht, gibt es jetzt auch Quick-Slots. Ich kann auf 1 bis 10 die Sachen belegen. Das schalten wir aber erst nach und nach frei. Das ist unsere neue Uhr. Wir sehen Datum, Uhrzeit, UV-Belastung. Dann haben wir also allgemeines Leben, Essen, Trinken. Und SPF, was war denn jetzt SPF? Ja, das kriegen wir raus. So, was wir jetzt noch machen können, das sind unsere Skills. Ja, es gibt jetzt Skills. Der Jagdskill bestimmt, wie viel Schaden wir machen, wenn wir einen Gegner angreifen.
Ich rufe mir hier nur gerade meine schlaue Liste auf, dass ich euch da nichts Falsches erzähle. So. Und zwar, während ich jetzt hier mal mir das Ruder oder das Paddel schnapp, wir in Richtung. Entschuldigung, ich wollte nicht in den Aus. Uiuiui, ich wollte nicht in den Ausschnitt reinschauen. Das war jetzt nicht meine Absicht. So. So, nochmal. Also, jagen bestimmt. Genau, wie viel Schaden wir machen. Und wir kriegen eben Erfahrung, wenn wir jagen. Kochen bestimmt, wie effektiv. Also wie viele Kalorien uns das Essen gibt. Das heißt, wie satt das Ganze macht. Harvest. Wie effektiv es ist, wenn wir was abbauen, beziehungsweise wenn wir Werkzeuge verwenden. Und man baut dadurch auch die Ressourcen schneller ab. Physisch ist, wie viel Ausdauer und Sauerstoff wir haben. Dann den Crafting Skill. Und der Crafting Skill be bestimmt eben, was wir bauen können, wann wir das bauen können. Das hier ist auch alles so ein bisschen neu gemacht. Okay. Vehikel. Genau, hier steht dann Level 6. Das heißt, wir müssen erstmal leveln, damit wir die Sachen bauen können. So. Ah! Das habe ich gerade nicht bedacht, dass ich da den Anker natürlich noch werfen muss. Ach so, das Wasser ist nicht hoch genug. Jetzt noch nicht in diesen Seeigel reinlaufen. Die Review könnte heute ein bisschen länger werden. Das sag ich gleich. Ah. Bin ich doch in den Seeigel reingelaufen. Sehr schön. Oh, okay. SPF. Okay, wir haben jetzt Ausdauer. Das sieht man hier unten. Würde ich sagen, wir fangen mal an, die ersten Sachen zu bauen. Craft a Stone Tool. Nehmen wir uns das. Craft ein Stone Tool. Können wir schon irgendwo. Ja, wir. Da haben wir das Stone Tool. Ne, jetzt habe ich es weggeschmissen. Jetzt habe ich es auch weggeschmissen. Wie kann ich das denn zuweisen? Nee, das ist immer noch fallen lassen. Jetzt muss ich es aber mal schauen. Each tool belt lock with more hotkeys. Okay. Wir craften erstmal. Lashing, dann machen wir uns ein Messer. So, jetzt schaue ich gerade mal. Okay. Meine Skills haben sich noch nicht verbessert. Ärgerlich. Was? Yucca Cutting. Ah, ich glaube, da ist die Textur noch nicht richtig eingepflegt.
dieses Ding später. Egal. Einfach, wenn das Boot weg von uns möchte, dann soll es ruhig weg. Es gibt jetzt auch ein Fernglas, damit wir dann weiter in die Ferne reinschauen können. Weiter in die Ferne reinschauen können. Es hat sich fast nach dem richtigen Satz angehört. So, wir haben das Campfire, dann brauchen wir das hier. Mal kurz geleckt. Ah, jetzt ist da unten wieder das Schloss. Okay, darum konnten wir es auch nicht belegen. Komm her, du. Oh, die ist ein bisschen leise, würde ich sagen. Okay. Das ist schon mal raufgegangen. Was ist das denn? Ach, das SPFD. Wahrscheinlich. Und? Ist jetzt weniger ist. Huch. Nee, jetzt muss ich da mal nachschauen, was SPF ist. SPF. Sagen wir, das Fleisch hier am Kochen ist. Schau ich jetzt mal. Da, 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 da. Es sind halt so viele Neuerungen, dass ich da erstmal durch scrollen muss. Sorry, wenn da jetzt nur Schwarzbild ist. Ah, SPF. SPF ist der Sun Protect Faktor. Das heißt, wie gut wir vor der Sonne geschützt sind. Das bedeutet das. So, jetzt brauchen wir noch eine Kokosnuss. Warte. So. So, das I need to cool down. Nein, das wollte ich nicht machen. Ja, der Sun Protect Faktor ist halt auf null. Kann ich eigentlich schon was craften gegen? So, Consumables. Das ist alles Level 1. Flask. Aloe Vera. Was haben wir denn hier alles auf der Insel? Haben wir überhaupt Aloe Vera? So, wenn wir jetzt schwimmen gehen, wird es dann besser oder schlechter? Ah, wir kriegen schon ganz schön einen Sonnenbrand. Ah, da ist Aloe Vera. So, dann.
Soll ich hier gleich noch weiter auf die Sachen ein, die neu oder eben dazugekommen sind, während ich hier die Yucca abbaue? Goblin Shark wurde hinzugefügt, Wall Shark, Hammerhai, den Giant Grouper Fish und New Turtle. Okay. Können ja gleich mal eine Runde tauchen. Habe ich nicht die Kokosnuss dabei? Ne, habe ich natürlich nicht. Warum denn auch? Achso, dafür brauche ich erstmal Level 1, oder was? Consumables. Ach Gott, dafür brauche ich eine frische Kokosnuss. Für Aloe Vera brauche ich den dafür. Natürlich brauche ich zweimal Aloe Vera. Klar. Ja, auch Sinn. Achso. Sehr viel Crafting. Ah, okay. Ah, okay. Ja, das sind... Kann man dann zweimal verwenden. Jetzt gehen wir noch mal schnell auf Tauchgang. Ob wir jetzt hier schon irgendwas sehen? Dann die Frage... Nee, es wischt sich. Nicht ab. Oh! Neue Wracks. Na, was bist du denn für eine? Okay. Oh, Food Crate. Nehmen wir gleich mal mit. Ich sollte nur aufpassen, weil ich muss auch mal wieder auftauchen. Die wissen das hier. Ja. Aber zumindest schon mal ein neues Wrack entdeckt. Natürlich, wenn ich jetzt eine Lampe hätte, könnte ich noch ein bisschen mehr sehen. Aber irgendwas ist ja immer. Ich will jetzt nochmal schauen, was das hier ist. Es gibt auch schnelles Schwimmen, also Sprint. Schwimmen. Zumindest nennt das der Entwickler so. Ja, okay. Was ist? Ach so. Moment. Nehmen wir auch gleich mal mit. Ne, da ist nix drin. Was? Ich habe jetzt echt gerade gelesen, not enough memory. ja, genau. Ich habe nicht genügend Speicher dafür. Nee, es gibt... Das wird nicht mit der Zeit freigeschalten. Es gibt jetzt einen Werkzeuggürtel. Oh, wow. Bin ich jetzt reingetreten? Das Piranhas? Seid ihr Piranhas? Nee. Nee, die Krabbe hat mich gezwickt. Und die traut sich was. So, wir gehen nochmal ins Crafting-Menü. Stone Tool Lashing Crude. Refined Axe Arrow Later Planks. Refined Brick Spear Gun Spear Arrow. Okay. Das ist eigentlich alles noch normal geblieben. Was haben wir hier? Hook Container Shelf, Wood Chair, Sleeping Bag, okay, Fish Trap and Bird Snare, Tool Belt. Ah.
So, jetzt habe ich den neuen Slot. Jetzt kann ich zum Beispiel. Wie ist das Messer auf die 1? Kann ich denn jetzt was auf die 1 legen? Das müsste ich jetzt herausfinden. Nee, ich wollte es jetzt nicht wegschmeißen. Nein! Jetzt habe ich Steam geöffnet. Steht da was in den Controls drin? Da, 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 Input. Keyboard und Maus. Use Item, Drag Item. Pick up, Switch Item, Drop Item, Watch. Torch. Inventory Menu, Rotate. Ja, das ist ja schön und gut, aber irgendwie komme ich da jetzt gerade noch nicht so. Steige ich gerade noch nicht so ganz durch. So, ich hab das. Nee. Nee, jetzt habe ich wieder fallen lassen. Aber Moment, vielleicht kann ich es mit E. Nee, also da steige ich noch nicht so ganz durch. Aber vielleicht findet ihr das ja jetzt mit der Zeit raus. Ich gehe noch mal ganz kurz die Sachen durch. Aber Container Shelf Stacker, dass wir halt jetzt Sachen, also Container hinbauen können, also so Holz Shelves. Dann sind wir jetzt eigentlich durch. Puh. Also die Review ist so lang wie eigentlich eine reguläre Folge Stranded Deep gewesen wäre. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Also es wurden jetzt auch neue Raft Controls und Raft Animations hinzugefügt, wie wir vorhin gesehen habt, wie man ja vorhin gesehen hat, dass ich so leicht schräg da drauf saß. Aber das sind jetzt erstmal die größten Neuerungen. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar wieder zu einem Let's Play. Und Stranded Deep. Bis dahin. Und ciao.